So, meine Freunde, willkommen, willkommen. Was heute kommt, wird keinen Spaß machen. So viel kann ich euch schon einmal verraten. Wir müssen nämlich unser Reich irgendwie hinbekommen. Echt so viele Spezies? Was für Rebellen? Hä, was für Rebellen? Wo sind denn die Rebellen? Ah, warte mal kurz. Die hassen mich ja automatisch. Kann ich kurz herausfinden, das müsste... Ja, das ist natürlich... die sind auf meinem eigenen Planeten? Warte mal jetzt. Was? Hä? Warte mal. Hä? Bin ich jetzt... Nee, warte, ach so. Ey, wo habe ich denn jetzt gerade geschaut? Doch, das sind doch Rebellen. Ich bin doch nicht dumm. Wo gammelt ihr denn? The human originated on the ruined... Ja, die sind ursprünglich aus Coruscant. Oder Coruscant. Oder Coruscant. Was weiß ich. Scheiß drauf. Sklaven. Wenn es auch immer bleiben. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Stabilität ist quasi nicht vorhanden. Weil... Gründe. Okay. Das heißt, erst was wir jetzt gucken, ist, dass wir erst Amenities bauen. Unterhaltung könnte hier auf alle Fälle ein bisschen helfen. Ein Holotheater in dem Fall. Ja, Kriminalität ist natürlich auch ein Problem. Da können wir natürlich einen Enforcer hinbauen. Wir haben eh Arbeitslose. Das passt schon. Okay. Pff, an sich. Boah, ich finde die Flalter. Sieht so geil aus eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut. Ne? Hervorragend. Eine Welt ist das. Wirklich eine Welt. Ich würde vielleicht, wir brauchen ja Munition, ist jetzt nicht so, dass wir da, ja, wir haben schon relativ viel. Vielleicht einen auf alle Fälle mal demolischen. Research Labs brauchen wir sowieso, also da brauchen wir eben ein bisschen was. Nahrung ist ja auch irgendwie kollabiert, keine Ahnung, aber das erste, was wir jetzt mal brauchen wäre, es gibt 4 unemployed Boys. Wir brauchen auf alle Fälle Enforcer. Wir brauchen auch, ich weiß nicht. Ob denen das alles scheißegal ist, dass die da alle so schlechte Laune haben in ihrer Bumsbude. Ah. Doch lieber so luxuriöse Residenzen bauen. Ich finde es auch sehr lustig. Das sind die... Das sind die Rebellen. Schaut aus wie 20. Ach so, der Governor hier schon. Kann ich denen einen zusätzlichen Platz zuweisen? Also kann ich den einfach... Nee. Na, ganz toll. Brauche ich quasi für jede dieser Bumskugeln. Ich glaube, ich habe hier nirgends Governors zugewiesen. Governing. Dann würde ich vielleicht trotzdem mich erstmal auf die neuen Gebiete fokussieren. Einfach, dass wir da vielleicht ein bisschen das Ganze unter Kontrolle behalten. Yes. Was kannst du? A-25. Oh, das ist perfekt für den Planeten. Wird sich dann demnächst aktualisieren. So, was haben wir denn hier? Kein Wohnraum. Viel Forschung. Und eine zerstörte Hyperfuel-Raffinerie. Müssen auf alle Fälle Wohnraum organisieren. Da empfiehlt sich erstmal so ein City District. Würde ich so eins und so eins bauen. Okay, das können wir upgraden. Kriminalität ist auch hier ein Problem.
Warum läuft das eigentlich unter Kriminalitätsbekämpfung? Oder, achso, Government. Ah, naja, gut. Was bringt die denn eigentlich noch? Was ist denn diese andere Wert, den da noch gibt? Dieses Schusssymbol. Yeah. 10 Blocker. Alter, wieder hoch mit die Kosten. Das ist teuer, ey. Okay. Hier sieht es relativ gut aus. Cloud City, 100% Habitabilität. Finde ich auch interessant eigentlich. Keinerlei Blocker. Was gibt es denn hier so? Gas. Da freut sich mein innerer Deutscher. Nein, okay, schon. Hör mal auf. Foundry Station? Was? Industrial District. Ah, der gibt uns Unity. Der gibt uns Gas und kostet dafür im Unterhalt Energie. Ich habe auch fast keine Energie, muss man auch mal dazu sagen. Der gibt uns Sachen. Okay, wir haben auch hier trotz allem wieder ein bisschen Probleme mit den Pulis. Überall. Ist aber auch gar nicht so. Die Pops sind das Problem, ne? Das ist relativ logisch. Gut, dann schauen wir jetzt mal, wie sich das jetzt entwickelt langfristig. Dann haben wir jetzt natürlich noch zu viel Starbases. Das ist ein anderes Problem noch, um was wir uns kümmern müssen. Würde ich jetzt einfach mal downgrade. Einfach mal die unnötigsten erstmal kurz abreißen. So, wir haben jetzt 2 Megastrukturen. Wow. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Megastrukturen in der Zwischenzeit. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier haben wir auch noch eine Megastruktur für Sie. Hatte ich nicht noch Planeten? Irgendwo? Ich dachte die ganze Zeit, dass wir noch irgendwo Planeten hatten, die wir hätten kolonisieren können. Aber kann auch sein, dass ich mich hier komplett getäuscht habe. Gut. Müsste das eigentlich sich verbessern? Ja, ein bisschen. Nahrung bereibt Krise, genauso wie Consumer Good Factories. Okay, was machen wir jetzt hier? Wir haben hier fast keine Pops an sich. Trotzdem gehen sie einem hier so auf den Sack. Vor allem Droid Assembly. Bau noch gar keine. Martial Law. Ja, das mit den Gütern, aber Anti-Crime-Campaign. Ja, ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt irgendwie was bedeuten würde. Wo sind jetzt unsere ganzen? Da ist auf alle Fälle die Skako-Station. Da ist natürlich Alderaan. Alderaan ist an sich. Wo bist du? Du bist hier. Ist eigentlich auch relativ unnötig, hier eine zu haben. Weil wir hier eh schon Panto haben. Und Panto ist ja eine richtige Station. Die auch relativ gut gelegen ist. Also da müssen wir auch gucken, dass die bleibt. Dann gäbe es hier natürlich rein theoretisch noch Xaphel. Ja, Skako behalten wir jetzt trotzdem. Das ist eine Techno-Gilde. Diese Techno-Gilde ist auf einer. Oh. Ist das Ding geil oder ist es Ding geil? Das Ding ist eigentlich richtig geil, ne? Gott, meine Flotten haben so auf die Fresse bekommen. Scheiße. Ihr seid schon beide nach Hause, oder? Home, sweet home. Okay. Also das muss ich mir trotzdem merken. Also die Garnison erhöht die Naval Capacity. Das wusste ich bis gerade eben gar nicht.
Gut, kann auch sein, dass es ein Modding ist, aber ist es im normalen Spiel auch so? Da bin ich jetzt gerade wirklich kurz überfragt. Das ist der Universal Translator. Ja. Der Universal Translator klingt erstmal ganz gut. Gerade kein Interesse dran. Was? Jabo's World, das ist ja unseres, genau. Was ist hier das Problem? Das ist mit der niedrigen Stabilität, ja. 0% Pop Approval Rating. Ich kann euch auch einfach alle umbringen, ist mir vorher echt gesagt scheißegal. Declining. Boah, das ist... Aber die Leute gehen hier weg von der Deep Space Station. Ich meine, klar, auf einer Space Station, also Raumstation zu wohnen, das ist schon... Das muss man mögen, ne? Wo ist eigentlich meine... Warum sind die da unten? Haben die denn eine Armee? Nee. Also ich bin wirklich am Überlegen, die mir einfach kurz einzuverleiben, weil ich einfach den Planeten zu geil finde. Ich sage euch mal ganz ehrlich. Die sind wieder bei 322. Ich dachte eigentlich, die hatten mal weniger. Aber gut, ist mir recht. So, Energie passt wieder einigermaßen, aber wir brauchen unbedingt Konsumergutfabriken. Da haben wir jetzt wirklich ein größeres Problem. Ich habe eh schon den Fokus hier darauf gelegt. Auch hier, dass die auch wirklich alle da arbeiten. Wenn wir die Option haben. Bringt uns erstmal gar nichts. Ha. Jobs. Jobs verbrauchen so viel. Diese 30% Marktpreis oder halt Aufschlag für Marktdings ist halt auch nervig. Haben jetzt hier für Wachstum 888 im Mond. Das ist ganz gut. 888 finde ich cool. Weil ich jetzt hier auch gerade sehe, müssen wir trotzdem auch ein bisschen aufpassen. Hier haben wir nämlich auch nicht mehr genug Unterhaltung und die Kriminalität wächst leider ebenfalls. Was ist denn hier das Wachstum? Warum ist denn hier die Stabilität so niedrig? Ah. Ah. Da könnte man das einmal upgraden, wobei da halt dann auch das Problem ist, ob die das dann wollen. 6,2710, alle 20 Monate ein Pop. Alle, ja, so um den Dreh. Trotz allem, ja, das ist halt schlecht. Minus 30% Happiness. Ist halt Bullshit. Hier das gleiche Problem. Ich habe überall das gleiche Problem tatsächlich. Was bringt mir das denn eigentlich so? Ja, Upkeep kostet das. Erhöht aber auch wiederum den Handelswert. Aber wir haben das Problem überall. In jedem beschissenen Gebiet. Nur hier noch nicht. Aber hier auch. Hier auch. Und das macht's ja nicht besser. 8. Wachstum 5,3,5. Das ist nicht ganz so toll. Weil das Wachstum generell schon höher ist, dadurch, dass wir jetzt einfach die Bewohnbarkeit verbessert haben. Ist einfach so. Allein durch das Verbessern der Bewohnbarkeit haben wir da schon gut was geregelt, glaube ich. Imperial Scientists have new advancements to show us. Okay, Archaeology Skill. Ich bin fast zu blöd, das auszusprechen. Was ist die Banner Glas? Gasplattform Floating Colonies designed to mine precious gas from gas. Man brauche ich überhaupt nicht. Ich habe genug von diesem Tibana Gas. Na, wir machen es trotzdem mal.
So, Universal Translator gibt uns 10% monatlichen Society Research und 15% effektivere Gesandte. Kurz gucken, mit denen haben wir ja Händchen halten. Was sind denn die Meinungen aktuell von uns? Relativ. Ja, wir sind jetzt nicht die beliebtesten, aber wir sind auch nicht hier oben zum Beispiel. Die Jungs sind voll nett zu uns, die ich mögen uns. Yo, Alter! Headbangen! Können wir schon mal jemanden hinschicken? Improve Relations. Yep. Was ist denn mit euch? Mit denen verbessern wir auch die Beziehungen. Dann hätten wir noch die mandalorianischen Clans. Finde ich interessant, dass die so gut gelaunt sind gerade. Wie ist es denn mit euch aktuell? Wir haben ja jetzt hier wirklich supidupi. Die sind halt auch deutlich schwächer als wir, haben jede Menge Treaties. Aber die würden trotzdem noch nichts, sowas wie nicht Angriffspakt annehmen, weil die Distanz einfach zu groß ist. Das ist schade eigentlich. Aber mal gucken, was die Zukunft da noch so bringt. Aber ich bin generell, okay, die sind sehr beliebt. So, nichtsdestotrotz, wo war ich jetzt schon wieder den ganzen Sauhaufen? Hier. Also wir sehen im Süden die Corellian Security, die hassen uns auch abgrundtief. Und könnte eigentlich auch unser nächstes Ziel sein. Aktuell sind sie uns leider überlegen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir halt einfach einen Großteil unserer Leute verloren haben. Diesen bekloppten Kriegen. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Minus 91. Was machen wir jetzt, um das Problem zu lösen? Das wird, ja, da müssen wir gucken. Jetzt ist nur die Frage, irgendwo gibt es doch, wo ist denn das? Wo ist denn der Button hin? Leaders, Spezies, Planeten, Sektoren, Expansion, Fleet, Kontakte, Claims, Market. Hä? Wo sind denn die Gesetze und der Bums? Den gab's doch irgendwo. Das ist Unity? Bin ich jetzt ganz blöd? Wir müssen doch irgendwo unseren galaktischen Traditionen. No Relics. Haben wir gar nichts. Leaders ist ja wieder ein ganz eigenes Ding. Gute Palpatine. Stabilität plus 2. Diplomatische Akzeptanz. Macht der aktuell irgendwas? Warte mal. Kann ich den? Wo ist er denn, der Palpatine? Nee, kann ich nicht zuweisen. Wär lustig gewesen. Stabilität könnte doch besser sein, ne? Was wir jetzt noch machen könnten, wäre. Gibt es denn hier so für Buildings? Okay, das ist halt das mit Nahrung. Es ist halt auch big, ne? Ihr seht da 10 Nahrung. Damit könnte man auf alle Fälle die Nahrungsprobleme so ein bisschen lösen. Solarpanels. Jedes Solarpanel produziert 2 extra Credits. Das ist so eine Trading Company. Diese Trading Companies sind nicht bad. Okay, bauen jetzt einmal diese Hydros. So, Crew Quarters. Würde ich ersetzen. Und dann auch hier ein bisschen auf Handel gehen. Konnte mir oben auch irgendwas Interessantes bauen? Oh, tatsächlich. Kostet aber ekelhaft viel Unterhalt. Eher widerlich. Ist eigentlich ein Grund, dass dieses Gerät hinter mir gerade so viel Krach macht? Klimaanlage stehen und die killt mich hier gerade halb. Okay, also das Ding ist, man kann die Dinge ja grundsätzlich bauen und die kosten keinen Unterhalt, ne? Das ist ja der Vorteil.
Ja, so ein Target-Ablink-Computer ist ja ganz nice. Hilft mir jetzt im ersten Moment aber leider auch erstmal nix. Klick, ja, die ersetzen wir. Also die Hydros, vor allem die Kostenunterhalt, ja. Aber die kill mich jetzt auch nicht direkt. Und wenn wir dann Trading ein bisschen boosten, das gibt auch wieder Vorteile. Können wir uns nämlich mehr um die Consumer Goods kümmern. Gäbe es rein theoretisch noch eine Möglichkeit. Und zwar könnten wir die Rechte festlegen. Und zum Beispiel auch, was die Living Standards sind. Okay, die sind eh schon scheiße. Ah, das ist halt, ich habe tatsächlich eh schon minimal bei den Sklaven das Ganze. Umso weiter oben, desto besser. Und es gibt halt auch, oder nie, doch nicht, warte mal. Was ist denn da der Unterschied? Unemployed Pops have normal happiness and produce unity. Achso, genau. Ja, doch. Umso höher, desto besser. Das Ding ist aber, unbeschäftigte Pops, aber wir haben keine unbeschäftigten Pops, alle arbeiten. Ja, wobei doch, da sind Unemployed Pops, sehe ich gerade. Sorry. Und da haben wir jetzt eh schon zwei Jobs. Elektronische Komponenten, was bauen denn die? Die bauen elektronische Komponenten, ja, surprise, würde ich mal vielleicht sogar... Ja, eins abreißen, weiß nicht, wir bauen jetzt erstmal nochmal eins davon und dann... bisschen Energy. Und dann können wir hier rein... Und dann würden wir hier vielleicht sogar rein theoretisch noch dich mit reinbauen. Schauen wir mal, wie das Ganze angenommen wird. Okay, Kriminalität ist auf alle Fälle deutlich gesunken. Soll ich nochmal eins davon bauen? Was bringt mir das eigentlich? Ah, okay, Artist. Nein, das ist Artist. Oh, der ist nice. Wenn die das machen, was sie sollen. Aber ich sehe gerade, das ist auch wieder Betrug, das ist eigentlich auch genau das gleiche wie alles andere auch. Bauen wir eins davon. So, ja, Stabilität ist niedrig. Was soll ich denn hier machen, Leute? Sagt's mir bitte. Was soll ich hier machen? Wir haben hier Polizei, wir versuchen eigentlich alles Menschenmögliche hier. Ein extra Building-Slot kann ich mir in die Haare schmieren. Gibt es denn einen Punkt? Building Upkeep minus 10, District Upkeep minus 10. Das klingt alles. Das klingt alles sehr nice. Upkeep from Jobs. Specialist Pop. Das ist nice. Prosperity mit nebenbei. Aber so ist es halt. Wenn du neue Gebiete eroberst, da hast du automatisch leider auch Probleme. Ist jetzt nicht so, dass das immer alles unentspannt ist. Jetzt ist nur die Frage, die ich mir gerade stelle, weil jetzt habe ich eh schon fast keine Flottenstärke und trotzdem geht mir das ja alles so am Sack gerade. Bin ich jetzt echt mal gespannt, was passiert, wenn ich meine Flotten wieder bei voller Stärke habe. Specialization Commercial Districts. 1000 Unity. Ja, wo zahle ich das? Leute, macht mich doch nicht kirre jetzt. Ich bin doch nicht dumm. Ich bin lost, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe echt gerade keine Ahnung. Ob ich das jetzt einfach nicht sehe, ob ich zu dumm bin dafür.
Victoria. Schön wär's. Ah, Government ist es, lol. Dankeschön. Das läuft ja, ne? So, pass auf. Stabilität. Wenn jetzt haben wir aktuell genug Punkte. Das ist mir wurscht. Das ist mir auch wurscht. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Minus 10% Konsumergut ab. Ja. Ist zwar teuer im Unterhalt, aber müssen wir machen. Was? Tales from Cantina, Force Ascension. Was ist das denn? Ah, okay. Medical Treatment, das haben wir per Event gehabt. So, Droiden sind erlaubt. Aber gut, passt. Jetzt schauen wir erstmal nachher, was passiert mit diesen 1000 extra. Imperial Scientists have new advancements to show us. Mining Districts. Mining Districts Production increased by 5%, 10% in ruinierten. Das ist gut. Das ist gut. Mehr Output. Das ist, also mehr Output steht ja grundsätzlich immer dafür, dass wir quasi keine zusätzlichen Ausgaben haben, aber einfach mehr Einnahmen. Ja, und das ist jetzt wie erwartet. So, Stabilität ist jetzt bei 12. Wir haben es jetzt ein bisschen erhöht. Hier ist allerdings weiterhin diese beschissenen Güter das Problem. Gäbe es denn eine Möglichkeit? Trade die Commercial Zones. Oh. Ach echt? Wollen wir doch mal was für Trading? Die Trading-Dinger geben nämlich auch sehr gute Zufriedenheit, wie ich gerade sehe. Plus, sind ja auch langfristig eine gute Investition. Aber gut, bin erstmal raus für heute. Bin mal gespannt, ob wir jetzt über dem größten Teich hinweg sind schon oder nicht. Erstmal unsere Flotten wieder aufbauen. Bauen selber können wir ja nichts. Expandieren können wir auch noch nicht. Da müssen wir dran arbeiten. Ja, kriegen wir schon hin. Nächste Folge machen wir weiter. Macht's gut. Tschüss.